Und damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1, das ist die Fragestunde. Wir beginnen mit den Fragen aus der letzten Fragestunde. Das ist die Frage 108 und es ist die Kollegin Kerstin Geis. Frau Abgeordnete Geis, wenn Sie bitte drücken, dann sehe ich Sie. Wunderbar, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche zusätzlichen Ressourcen werden voraussichtlich mit pädagogischer Selbstständigkeit verbunden? Das antwortet der Kultusminister. Bitte schön. Frau Abgeordnete Geis, pädagogisch selbstständige Schulen werden eine garantierte Unterrichtsversorgung von 105% erhalten. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Eine Nachfrage des Kollegen Degen. Bitte drücken auch Sie auf Ihr Knöpfchen. Dann haben Sie das Wort. Herr Kultusminister, bedeutet das, dass wenn eine Schule, die schon selbstständige Schule ist, nicht pädagogisch selbstständig, sondern so selbstständig und damit schon 105% erhält, erhält die dann 106%? Herr Kultusminister. Nein, der Abgeordnete Degen, denn wenn eine Schule heute schon selbstständig ist, dann hat sie auch schon alle Befugnisse, die zur pädagogischen Selbstständigkeit gehören. Und das ist natürlich dann auch mit den 105%, die sie für diese umfassende Selbstständigkeit bekommen hat, abgegolten. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 109 und die Fragestellerin ist die Kollegin Lena Arnold. Bitte. Ich frage die Landesregierung, welche Ziele verfolgt sie mit dem Einsatz von Betriebswirtinnen und Betriebswirten in der Steuerverwaltung? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Arnold, Sie wissen aus lokaler eigener Erkenntnis, dass das wesentliche Rückgrat des Personals der hessischen Steuerverwaltung nach wie vor in Rothenburg ausgebildet wird, zu Diplom-Finanzwirten oder auch für den mittleren Dienst. Das ist nach wie vor das Rückgrat der Finanzverwaltung. Wir nehmen aber zunehmend wahr, dass es Spezialistenanforderungen gibt, zum einen im Bereich von IT-Auswertungsnotwendigkeiten auf der anderen Seite, aber auch insbesondere im Bereich der Betriebsprüfung von Großbetrieben, der Prüfung von Verrechnungspreisen, von internationalen Sachverhalten, wo wir die Überzeugung gewonnen haben und die ersten Erfahrungen bestätigen das, dass dort speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem sehr starken betriebswirtschaftlichen Fokus uns dort sehr helfen können, die Aufgaben zu erfüllen. Wir werden also in der Steuerverwaltung ein Stück bunter, was die Vorerfahrungen der Beteiligten anbetrifft. Und das kann sicherlich nicht schädlich sein. Herzlichen Dank, Herr Minister. Bevor ich frage, ob es weitere Fragen gibt, will ich ganz herzlich auf der Besuchertribüne begrüßen unseren ehemaligen Kollegen und Staatsminister Wilhelm Ditzel. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ein immer gern gesehener Gast. Herzlich willkommen. Ja, gibt es weitere Fragen an den Finanzminister, jedenfalls unter dieser Frage Nummer 109? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 110, die der Kollege Reul stellt. Herr Kollege Reul, drücken Sie aufs Knöpfchen, dann kann ich Sie freischalten. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, welche Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Verwaltung verbindet sie mit der Einführung von kostenfreien WLAN in den hessischen Landesdienststellen? Frau Professor, Frau Staatsministerin Professor Sinemus. Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Reul, mit der Einführung von kostenfreiem WLAN ermöglichen wir den Kundinnen und Kunden wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Landesdienststellen die Nutzung ihrer mobilen Endgeräte. Damit können etwa die digitalen Dienstleistungen, beispielsweise der Finanzverwaltung, direkt vor Ort genutzt werden oder vorhandene Wartezeiten überbrückt werden. Mit den bereits in Betrieb genommenen Netzwerken an den Pilotstandorten in den Finanzämtern in Bad Schwalbach, Dieburg und Korbach haben wir besonders stark besuchte Orte ausgewählt, denn die dort angesiedelten Finanzservicestellen als zentrale Anlaufpunkte für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger haben eine sehr hohe Kundenfrequenz. Wir planen 20. Stellen Sie mir das einfach ab. Ist an, gut. Wir planen bis zum Jahr 2023 fast alle Dienststellen des Landes bis zu 800 mit dieser Dienstleistung für die Menschen in Hessen zu versorgen. Ergänzen werden wir dieses Angebot unseres erfolgreichen Programms Digitale Dorflinde, mit dem wir an mehreren hundert Standorten in den hessischen Städten und Gemeinden, etwa in Verwaltungen, Bürgerhäusern und touristisch bedeutenden Einrichtungen die Installation von kostenlosen WLAN ermöglicht haben und auch in Zukunft weiter ermöglichen werden. Jetzt. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Ich bitte um Verzeihung, dass ich zu früh gedrückt habe. Gibt es weitere Fragen an Frau Staatsministerin Professor Sinemus? Herr Kollege Weiß, bitte Knöpfchen und dann kann ich Sie freischalten.
Wunderbar, bitte. Frau Staatsministerin Sinemus, halten Sie es nicht für etwas überdimensioniert, wenn wie beim Beispiel Finanzamt Korbach gleich zwei Minister dieser Landesregierung ausrücken, um einen einzigen WLAN-Router an die Wand zu hängen? Frau Staatsministerin, bitte schön. Im Gegenteil, ich halte es für eine Wertschätzung, gerade für das Finanzamt Korbach, dass das Thema Digitalisierung und WLAN in der Bedeutsamkeit von uns beiden dort vor Ort vertreten wurde. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht. Ja, bitte schön, Herr Kollege. Frau Staatsministerin Sinemus, ich darf Sie fragen, bis wann gehen Sie denn davon aus, dass alle hessischen Landesdienststellen kostenfreies WLAN anbieten können? Frau Ministerin. Wir planen bis zum Jahre 2023 fast alle Dienstleistungen des Landes bis zu 800 mit dieser Dienstleistung für die Menschen in Hessen zu versorgen. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 111. Fragesteller ist der Abgeordnete Karl-Hermann Bolldorf. Ich habe gedrückt. Geht? Ah, ist an. Ja, ich frage die Landesregierung, welche Überlegungen, insbesondere vor dem Hintergrund des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Gießen vom 1. Februar 2017 zur Nichtöffentlichkeit von Kreisausschusssitzungen, liegen der im Rahmen der Gesetzgebung zur Hessenkasse vollzogenen Änderungen des § 67 Absatz 1 HGO zugrunde, wonach Bedienstete der Verwaltung zu Sitzungen des Magistrats bzw. des Kreisausschusses hinzugezogen werden können. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bolldorf. Es antwortet der Minister des Innern und für Sport, Herr Staatsminister Beuth. Bitte schön. Herr Kollege Bolldorf, die Motive für die im Jahr 2018 vorgenommene Ergänzung des § 67 Absatz 1 Hessische Gemeindeordnung ergeben sich aus der Begründung des Gesetzentwurfs der Koalitionsfraktionen CDU und Bündnis 90 Die Grünen vom 23. Januar 2018. Und ich lenke Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf die Landtagsdrucksache 19/5957, dort die Seite 23. Das war der Gesetzentwurf zur Einführung der Hessenkasse, der auf dringende Bitte der Kommunalen Spitzenverbände um die Novelle des § 67 Absatz 1 ergänzt wurde. Der Anlass war ein Beschluss des hessischen VGH. Die vorausgegangene erstinstanzliche Entscheidung des VG Gießen haben Sie ja in Ihrer Fragestellung bereits genannt. Mit der Gesetzesänderung wird die Verwaltungspraxis der Kommunen, bei Bedarf Verwaltungsmitarbeiter zu den nicht öffentlichen Sitzungen des Gemeindevorstandes bzw. des Kreisausschusses beizuziehen, sozusagen auf eine ausdrückliche Rechtsgrundlage gestellt. Zuvor sah man allgemein im Beisein von Verwaltungsmitarbeitern an nicht öffentlichen Sitzungen des kommunalen Verwaltungsorgans kein Rechtsproblem, weil diese genauso wie die Organmitglieder selbst der Amtsverschwiegenheit unterliegen. Das Bedürfnis für die Beiziehungsbefugnis ergibt sich schlicht und einfach daraus, dass auch der Bürgermeister und die hauptamtlichen Beigeordneten nicht in allen zur Entscheidung stehenden Angelegenheiten sämtliche Details kennen und darstellen können. Durch die Befragung von spezialisierten Laufbahnbeamten können sich insbesondere die ehrenamtlichen Beigeordneten vor der Stimmabgabe ein vollständiges Bild von der anstehenden Problematik und den möglichen Lösungswegen verschaffen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Herr Abgeordneter Bolldorf, gab es eine Zusatzfrage? Bitte schön. Ich muss noch mal drücken. Ich hätte normalerweise noch eine Zusatzfrage, aber die könnte etwas provokant sein. Ich halte sie nicht. Ich bedanke mich für die Auskunft. Dankeschön. Entschuldige mich gleichzeitig bei Herrn Abgeordneten Stirböck. Ich habe ihn vorhin übersehen mit einer Zusatzfrage. Bis zur nächsten Sitzung habe ich definitiv eine neue Brillenstärke. Und insoweit ist bis zur nächsten Sitzung lauter Zuruf, wenn ich jemanden übersehen sollte, durchaus erwünscht. Bis zur nächsten Sitzung. So, jetzt kommen wir zur Frage 112. Abgeordneter Burcu ist der Fragesteller. Bitte schön, Sie haben das Wort. Habe ich auch. Jetzt bin ich drin.
Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, liegen aus der Stadt Frankfurt für 2019 Förderanträge für das vom Land geforderte Wir-Fall-Management für Geflüchtete vor? Herzlichen Dank. Es antwortet der Minister für Soziales und Integration, Kai Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Burcu, es liegt für 2019 bedauerlicherweise kein Förderantrag der Stadt Frankfurt für das Wir-Fall-Management für Geflüchtete vor. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Kollege Burcu, Nachfrage bitte noch einmal drücken. Es ist durch das größere Rund noch schwieriger geworden. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Antwort. Gab es denn in den vergangenen Jahren Anträge aus der Stadt Frankfurt bzw. wurden dann Mittel abberufen? Herr Staatsminister Klose. Herr Abgeordneter, die Stadt Frankfurt hatte bereits 2017 einen Erstantrag für die Förderung des Fallmanagements für Geflüchtete gestellt. Dafür wurden 25.000 Euro beantragt und auch bewilligt. Im Folgenden wurde die Stelle durch die Stadt Frankfurt leider nicht besetzt, sodass die bewilligten Fördermittel vom Regierungspräsidium Darmstadt zurückgefordert werden mussten. Für 2018 wurde schließlich ein Folgeantrag für 4 Jahre gestellt, bis zum 31.12.2021. Eine Besetzung dieser Stelle war für Mitte 2018 vorgesehen. Diese ist nicht erfolgt. Am 13.12.2018 hat die Stadt Frankfurt den Antrag zurückgezogen. Nach Auskunft der Stadt besteht auch weiterhin Interesse an der Einrichtung einer Stelle im Rahmen des Projekts Wir Fallmanagement. Allerdings ist unklar, wie und zu wann die Stelle eingerichtet werden kann. Zusatzfrage, Kollege Bocklet. Herr Minister, das ist ja ein bemerkenswerter Vorgang. Haben Sie den Eindruck, dass die Stadt Frankfurt vielleicht Beratungsbedarf hat, um diese Mittel abzurufen für das wichtige? Herr Staatsminister Klose. Es hat viele Gespräche mit der Stadt Frankfurt haben stattgefunden zur Wir-Koordination genauso wie zum Wir-Fall-Management. Es wäre auch bemerkenswert, wenn ausgerechnet die größte Stadt dieses Landes nicht in der Lage wäre, im Gegensatz zu allen anderen Kommunen diese Stellen zu besetzen. Wir bedauern das, aber stehen natürlich jederzeit für weitere Beratungsleistungen auch zur Verfügung. Herr Kollege Warnig hat eine Zusatzfrage. Herr Staatsminister Klose, ich darf Sie fragen, mit wem haben Sie in Frankfurt darüber gesprochen? Herr Staatsminister Klose. Diese Gespräche finden zwischen unserer Fachabteilung und dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten bzw. dessen Dezernentin statt. Herzlichen Dank. Bevor ich zur nächsten Frage komme, das möchte ich ausdrücklich nachholen, begrüße ich natürlich auch die Kollegin Alex von der Fraktion der Sozialdemokraten. Sie ist auch nach längerer Krankheit wieder bei uns und das freut uns. Herzlich willkommen, liebe Frau Kollegin. Schön, dass Sie wieder da sind. Nächste Frage ist die Frage 113. Fragestellerin ist die Abgeordnete Manuela Strube. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie ist die Vertretung der sozialpädagogischen Fachkräfte, UBUS, bei kurzfristiger oder längerer Krankheit sowie nach Ende der Lohnfortzahlung oder darüber hinaus bei Mutterschutz und Elternzeit geregelt? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Strube, die von Ihnen angesprochenen sozialpädagogischen Fachkräfte haben wir neu eingerichtet zur Unterstützung der Schulen und mit der Schaffung der entsprechenden Stellen, 700 an der Zahl, haben wir diese Unterstützung der Schulen auch erheblich verbessert. Die sozialpädagogischen Fachkräfte des Landes Hessen wurden mittels TVH-Verträgen von den zuständigen staatlichen Schulämtern eingestellt und arbeiten als Angestellte des Landes auf der Grundlage des Erlasses zur unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte. Grundlage ihrer Arbeit ist die allgemeine Dienstordnung des Landes Hessen. Dienstvorgesetzte ist die jeweilige Schulleiterin bzw. der jeweilige Schulleiter. Die Aufgaben der sozialpädagogischen Fachkräfte ergeben sich unter anderem aus der Ausschreibung der jeweiligen Einsatzschule. Grundsätzlich sind diese sogenannten UBUS-Fachkräfte bei ihrer Arbeit mit Schülerinnen und Schülern einer Lehrkraft bzw. einem Lehrkräfteteam als Unterstützung zugeordnet. Diese Betonung ist mir deswegen wichtig, weil die UBUS-Fachkräfte nicht eigenständig Unterricht erteilen, sondern Schülerinnen und Schüler sowie die jeweiligen Lehrkräfte im Unterricht begleiten.
UBUS-Fachkräfte stellen somit eine wichtige Personalressource im Schulalltag und zur Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer dar. Ihre Aufgaben müssen allerdings im Gegensatz zum regulären Unterricht einer Lehrkraft nicht vertreten werden, da es sich ausschließlich um ein Unterstützungsangebot des Landes Hessen handelt. Im Vertretungsfall einer UBUS-Fachkraft fällt somit kein regulärer Unterricht aus, der im Rahmen der verlässlichen Schule vertreten werden müsste. Eine Vertretung der UBUS-Fachkräfte bei Ausfall ist deshalb derzeit nicht vorgesehen. Die für die Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit bereitgestellten Mittel, die sogenannten VSS-Mittel und die dafür entwickelten Regularien, also insbesondere § 15a Absatz 1 des Hessischen Schulgesetzes bzw. § 1 der Verordnung zur Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit und zur Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen nach § 15b des Hessischen Schulgesetzes, sind auf eine mögliche Beschäftigung von Vertretungskräften im Bereich UBUS nicht anwendbar, weil UBUS-Fachkräfte keine regulären Unterrichtsleistungen erbringen und daher auch nicht mittels VSS-Verträgen zur Sicherung der verlässlichen Schulzeit beschäftigt werden können. Was wir allerdings im Moment prüfen, ist die Einführung einer neuen zusätzlichen Vertretungsregelung im Falle der langfristigen Abwesenheit von UBUS-Fachkräften. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste oder Zusatzfrage stellt die Kollegin Hartmann. Herr Minister, sind mittlerweile alle Stellen, die für UBUS-Kräfte ausgeschrieben waren, eingestellt? Und bis wann soll diese stille Reserve, die dann als Vertretungskräfte eingesetzt werden können, bis wann soll das dann umgesetzt werden? Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete Hartmann, abgesehen von der natürlichen Fluktuation, die natürlich immer dazu führt, dass nicht zu einem bestimmten gegebenen Zeitpunkt nicht alle Stellen gleichzeitig besetzt sind, war das leider nicht Gegenstand der Frage. Und solche Zahlen müsste ich mir immer auf aktueller Basis holen und die habe ich heute einfach nicht dabei. Gibt es Zusatzfragen an den Kultusminister? Kollege Degen, bitte einmal drücken. Bitte schön. Herr Kultusminister, zurückkommend auf die ursprüngliche Frage. Ich habe Sie richtig verstanden, dass wenn eine UBUS-Fachkraft durch Schwangerschaft, Erziehungszeit oder Langzeiterkrankung nicht verfügbar ist, derzeit es keine Vertretungsregelung gibt und Sie das jetzt erst prüfen. Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, es ging uns zunächst einmal darum, im letzten Jahr diese Stellen zu schaffen. Also überhaupt dieses Programm einzuführen und dann die entsprechenden Personen dafür zu finden, um diese Stellen in der ersten Linie zu besetzen. Das war ja auch schon mehrfach Gegenstand von Nachfragen hier in diesem Hause. Und jetzt, wo sozusagen diese Stufe erfüllt ist, schauen wir, wie wir mit der zweiten Linie umgehen können, das heißt eben mit der Frage eines möglichen Ausfalls von UBUS-Kräften. Und wie ich eben schon in der ursprünglichen Antwort auf die Frage ausgeführt habe, das ist genau das, worüber wir uns im Moment Gedanken machen, wie wir jedenfalls für langfristige Abwesenheiten, das sind längere Erkrankungen oder Abwesenheit durch Elternzeit die typischen Beispiele, wie wir dafür eine Vertretungsregelung schaffen können. Eine Zusatzfrage hat Kollegin Strube. Bitte drücken Sie, dann haben Sie das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Kultusminister. Ich habe dann noch die Frage, wann rechnen Sie mit dem Abschluss der Prüfung? Also wie viele Monate dauert das, bis Sie das geprüft haben? Herr Staatsminister. Frau Strube, sehen Sie mir nach, dass ich auf diese Frage jetzt keine Antwort geben kann. Denn das ist ja das Wesen solcher Prüfvorgänge. Da macht man sich Gedanken, da spielt man auch verschiedene Modelle durch. Wie ich schon sagte, es ist eine neue Regelung, die wir da einführen. Wir können nicht einfach eine existierende Regelung zur Anwendung bringen, weil das ganze Programm neu ist, weil diese Stellen neu sind. Und deswegen konsultieren wir im Moment entsprechend auch Leute aus der Praxis, die Fachleute in unserem Haus. Und die werden aber schon so schnell wie möglich ein Ergebnis präsentieren. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit ist leider das Fragerecht für diese Frage erschöpft. Und wir kommen zur Frage 114. Fragesteller ist der Fraktionsvorsitzende der FDP, Kollege Rock. Ich frage die Landesregierung, wie hat sich die Zahl der in Hessen in Betrieb gegangenen Windkraftanlagen gegenüber dem Vorjahr entwickelt? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, im ersten Halbjahr 2019 hat es leider bundesweit einen dramatischen Einbruch des Zubaus der Windkraft an Land gegeben. Dies hat bedauerlicherweise auch dazu geführt, dass wir in Hessen eine solche Entwicklung erlebt haben und leider im ersten Halbjahr 2019 kein Windrad in Hessen errichtet wurde. Der Bundeswirtschaftsminister hat die Situation zum Anlass genommen,
für übermorgen die Energieminister der Flächenländer und andere Beteiligte einzuladen. Und ich hoffe, dass Sie dann die dort beredeten Maßnahmen, die wir zum Ausbau der Windkraft dort treffen wollen, die wir dringend brauchen für die Energiewende, dann auch unterstützen. So, jetzt habe ich eine Zusatzfrage vom Kollegen Grüger und dann noch eine Frage vom Fragesteller René Rock. Herr Grüger, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, wie erklären Sie sich denn dann, dass in anderen deutschen Ländern Windkraftausbau stattgefunden hat, nur in Hessen nicht? Also das muss ja dann doch schon auch hessenspezifische Situationen geben, die dazu geführt haben. Und könnte das in etwa damit zusammenhängen, dass zum Beispiel im Landesentwicklungsplan falsche Vorgaben gemacht worden sind und dass in Hessen die Flächenkulisse nicht ausreichend ist für Windkraftanlagen? Herr Staatsminister. Herr Grüger, ich habe ja bereits gesagt, dass wir einen bundesweiten dramatischen Rückgang haben von über 80%. Wenn Sie sich das Vorjahr betrachten, 2018, war Hessen beim Windkraftzubau auf Platz 4 aller Bundesländer. Und weder die Rechtslage noch die Gebietskulisse hat sich von 2018 auf 2019 verändert. Zusätzlich ist klar, dass wir im ersten Quartal 2019 63 Anlagen in Hessen hatten, die genehmigt, aber noch nicht errichtet waren. Das heißt, ich gehe davon aus, dass im Laufe des Jahres auch noch Anlagen dazukommen werden. Trotzdem bleibt es dabei, dass wir jetzt im Jahr 2019 bundesweit das Ergebnis dessen sehen, was der Übergang des EEG 2016 auf 2017 gebracht hat. Sie wissen das, dass 2017 fast nur sogenannte Bürgerenergie-Windräder bezuschlagt wurden, so heißt das in der Ausschreibung, die 36 Monate Zeit haben, ich glaube sogar 38 Monate Zeit, bis sie errichtet werden. Und dementsprechend erleben wir sozusagen im Jahr 2019 jetzt das Ergebnis der Ausschreibungen 2017. Und ich glaube, dass wir uns insgesamt Gedanken machen müssen, bundesweit, was wir gemeinsam dafür tun können, den Windkraftausbau in Deutschland wieder voranzubringen. Eine Zusatzfrage hat der Kollege Rock und dann die letzte mögliche, außer Herrn Rock, ist dann noch Frau Feldmeier. Bitte schön, Herr Rock. Herr Minister, was war denn das Ausbauziel der Landesregierung oder Ihr Ausbauziel für das Jahr? Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, wir haben kein Ausbauziel pro Jahr, weil wir leben ja nicht in der Planwirtschaft. Das werden Sie sicherlich begrüßen. Aber wir haben ein Zwischenziel uns politisch gesetzt für die Legislaturperiode 2014 bis 2019. Und dieses politisch gesetzte Zwischenziel war, dass wir daran gearbeitet haben, den Anteil der in Hessen erzeugten erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Hessen zu verdoppeln. Wir sind gestartet mit 12,5%. Sie wissen es, dass es so schnell keine Auswertung gibt. Wir haben eine Abschätzung in Auftrag gegeben und das wird dann gegen Ende des Jahres bereit liegen. Das heißt, dann werden wir sehen, ob wir die 25%, weil das ist ja das Doppelte von 12,5, im Jahr 2018 erreicht haben. Ich wage jetzt schon die Prognose, dass wir dem sehr nahe gekommen sind. Und es gibt kaum ein anderes Bundesland, was die Verdoppelung in 5 Jahren geschafft hat. Und insofern haben wir sozusagen in der Rückschau gute Ergebnisse, was den Ausbau der Windkraft angeht. In der Frage, wie es weitergeht, sind wir natürlich auf Veränderungen des bundesweiten Ausschreibungsregimes angewiesen, weil nochmal im ersten Halbjahr 2019 ist bundesweit die niedrigste Zahl seit Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000 installiert worden. Und glauben Sie mir, ich interpretiere jetzt Ihre Frage so, dass Sie jetzt auch für den Windkraftausbau sind, so wie fürs Fahrradfahren. Und insofern freue ich mich dann auf Unterstützung. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Fragestellerin ist die Kollegin Feldmeier. Herr Staatsminister, vielleicht können Sie noch mal sagen, wie die Zuwachsraten in den letzten Jahren beim Thema Windkraftausbau verlaufen sind.
Herr Staatsminister. Vielen Dank. Wir haben im Jahr 2014 und 2015 immer sehr gute Zahlen gehabt. Wir sind erstmals über 300 Megawatt installierte Leistung gekommen, haben Hessen von dem Tabellenende, wenn ich das mal so nennen darf, ins obere Drittel geführt und waren im Jahr 2018, wie gesagt, auf Platz 4. Und das entspricht übrigens auch dem, was 2011 parteiübergreifend beschlossen wurde, weil im Jahr 2011, ich erinnere daran, alle damaligen im Landtag vertretenen Fraktionen das Ziel gesetzt haben, dass wir im Jahr 2050 den Strombereich zu 100% aus erneuerbaren Energien decken wollten. Und die Landesregierung auch der vorvorigen Legislaturperiode hat dieses Ziel auch übersetzt in Vorgaben für den Teilregionalplan erneuerbare Energien. Das hat auch die Zustimmung damals des Abgeordneten Rock gefunden und trug die Unterschrift meines Vorgängers Rentsch. Und deswegen habe ich immer gedacht, dass wir da eine gemeinsame Aufgabe erfüllen. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Letzter möglicher Fragender ist der Fragesteller René Rock. Ich bin ja immer wieder begeistert, um zu sehen oder auch zu hören, wie man null Windräder in 6 Monaten dermaßen wortreich nicht begründen kann. Also das ist echt eine Leistung, Herr Minister. Aber meine Frage dazu ist, es gibt ja kein Bundesland, in dem so viel Widerstand in der Bürgerschaft vorhanden ist wie Hessen. Wie wollen Sie denn... Also es gibt kein Land, in dem so viele Klagen anhängig sind gegen Windkraftanlagen wie in Hessen. Daraus leite ich ab, dass es hier auch den größten Widerstand gibt, vielleicht noch in Bayern, aber das habe ich jetzt nicht ganz genau geprüft. Aber wir sind auf jeden Fall die mit den meisten Klagen, bei den ersten 1, 2, 3 dabei. Wie wollen Sie eigentlich die Bürger, die Sie verloren haben auf Ihrer falschen Politik, wie wollen Sie die eigentlich zurückgewinnen? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, Sie wissen, dass die Windkraft bundesweit in der Diskussion ist. Das ist in einer demokratischen, offenen Gesellschaft ja auch richtig, dass man immer wieder über die Frage diskutiert, ob getroffene Maßnahmen richtig oder falsch sind. Sie wissen allerdings auch, dass wir aus allen Umfragen wissen, dass die große Mehrheit der Bevölkerung für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist. Die große Mehrheit der Bevölkerung auch für den Ausbau der Windkraft ist und dass die Akzeptanz für Windräder ausgerechnet da steigt, wo es sie schon gibt. Dies zeigt mir, dass aus meiner Sicht die Bürgerinnen und Bürger durchaus zu gewinnen sind. Wir haben das Bürgerforum Energieland Hessen gestartet. Wir sind dabei, mit Dialogprozessen zu arbeiten. Wir organisieren Mediation, Informationen und wir arbeiten gegen Fake News, die natürlich in diesem Bereich auch unterwegs sind. Und deswegen glaube ich, dass wir an dieser Stelle nicht den größten Widerstand haben, sondern ich weiß aus Gesprächen mit allen anderen Kollegen, können mal bei Herrn Pinkwart beispielsweise fragen, der wird Ihnen das auch bestätigen, dass die Debatten über die Windräder, dass es die überall gibt. Gleichzeitig will ich ausdrücklich sagen, das wird Sie vielleicht wundern, dass nicht alle Klagen von Bürgerinnen und Bürgern oder von Kommunen kommen, sondern dass ein relativ großer Teil von Klagen im Genehmigungsverfahren von Projektierern kommen, nämlich gegen die Ablehnung ihrer Anträge. Das ist vielleicht für Sie ganz wichtig zu wissen, weil Sie ja immer behaupten, hier würde alles durchgewunken. Wenn man sich mal anschaut, wer sich wie beschwert, kann das zumindest nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Ich rufe die nächste Frage auf. Das ist Frage 115. Fragesteller ist der Kollege Daniel May. Drücken Sie mal bitte. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung. Wie viele Schülerinnen und Schüler wurden mit dem Programm PUSH bislang zum Schulabschluss geführt? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter May, Sie haben schon recht, wir haben uns diese Abkürzung durchaus mit Bedacht gewählt. Sie steht natürlich, das wissen Sie, für das Programm Praxis und Schule. Und dieses Programm ermöglicht es Schülerinnen und Schülern mit erheblichen Lern- und Leistungsrückständen ihren Hauptschulabschluss zu erreichen. PUSH kann an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen durchgeführt werden und ermöglicht über den Hauptschulabschluss hinaus den Eintritt in die duale Ausbildung.
Das Programm wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert und im Rahmen der Förderperiode 2014 bis 2020 umgesetzt. Es ist zum 1. August 2015 gestartet. Und mit Hilfe dieses Programms konnten seit Programmstart bis einschließlich Schuljahr 2017/18 belastbare Zahlen für das gerade zu Ende gegangene Schuljahr 2018/19 liegen aktuell noch nicht vor. Also bis 2018 konnten insgesamt 2.351 Schülerinnen und Schüler mit diesem Programm einen Hauptschulabschluss erwerben. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Lorz. Die Antwort hat viele Fragen provoziert, von der ich nur zwei zulassen kann. Und das war jetzt der Reihenfolge nach die Kollegin Hartmann, dann die Kollegin Kuhler. Frau Geis, es tut mir leid, dann hätte nur noch der Fragesteller selbst eine Möglichkeit zu fragen. Nächste Fragestellerin bzw. Zusatzfragestellerin ist die Kollegin Hartmann. Drücken Sie ganz kurz, dann kann ich das hier wunderbar. Sie haben das Wort. Herr Staatsminister, gibt es eine Evaluation, ob PUSH ein adäquates Programm zur Ersetzung des Schubprogramms ist und wie sich die PUSH-Abschlusszahlen im Vergleich zu den Schubabschlusszahlen pro Jahr darstellen? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete, unser Vergleichsmaßstab wäre in diesem Falle weniger das Schubprogramm als vielmehr das EIBE-Programm. Die Abschlussquoten in PUSH sind im Vergleich zum EIBE-Programm tatsächlich etwas gesunken, wobei sie mit 68%, finde ich, noch immer ausgesprochen beachtlich sind. Dafür gibt es allerdings eine sehr einfache Erklärung. Es ist nämlich eine veränderte Klientel, die in PUSH gefördert wird. PUSH zielt im Gegensatz zu EIBE ausschließlich auf diejenigen Jugendlichen ab, die bislang noch keinen Schulabschluss erreicht haben. In EIBE konnten hingegen auch Jugendliche beschult werden, die bereits einen Schulabschluss erworben hatten. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Frau Kollegin Kuhler, bitte schön. Ja, Herr Minister, ich habe noch eine Anschlussfrage. Sie haben ja ausgeführt, dass das über den Europäischen Sozialfonds gefördert wird bis 2020. Und da frage ich Sie, gibt es denn schon Pläne der Weiterförderung oder der Weiterfinanzierung durch das Land? Weil 2020 ist ja schon nächstes Jahr. Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete Kuhler, das trifft zu. Allerdings gibt es im Rahmen dieser Programme auch die sogenannte N+3-Regelung, die zur Folge hat, dass das Programm PUSH im Rahmen der Förderperiode, auch wenn die Förderperiode formal nur von 2014 bis 2020 läuft, trotzdem bis zum 31.07.2022 umgesetzt werden kann. Das heißt, die Frage der Nachfolgeregelung stellt sich nicht ganz so dringlich. Und natürlich ist für uns als allererstes die Frage, wird es ein neues Programm des Europäischen Sozialfonds geben, das da anschließt und in das wir möglicherweise mit einigen Modifikationen das Programm wieder überführen können. Da aber, wie Sie auch alle wissen, im Moment sich gerade erst die neue Europäische Kommission konstituiert, kann man natürlich auch zur Zukunft dieser europäischen Programme derzeit noch nichts sagen. Dazu muss erst einmal eine neue ESF-Verordnung auf europäischer Ebene verabschiedet werden. Wir rechnen damit, dass man zur Zukunft des Europäischen Sozialfonds und zu den Programmen, die damit neu aufgelegt werden, wohl erst Mitte 2020 Näheres sagen können wird. Aber wie gesagt, dank der N+3-Übergangsregelung ist dann auch noch genügend Zeit, um sich darauf einzustellen. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Jetzt könnte nur noch der Fragesteller, wenn er wollte, das will er nicht. Dann kommen wir zur Frage 116. Fragesteller ist der Kollege Tobias Utter. Bitte schön, Herr Utter, Sie haben das Wort. Ja, auch wenn es schon ein paar Monate her ist, aber durch die Nähe zur Europawahl ja unter besonderen Umständen. Daher frage ich die Landesregierung, wie ist Ihr Resümee zur Europawoche 2019? Frau Staatsministerin Puttrich. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Utter, Sinn der jährlich bundesweit stattfindenden Europawoche ist, die Bedeutung Europas für die Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen hervorzuheben. Es beteiligen sich Vereine, Kommunen, Kammern, Verbände, Schulen, Hochschulen und andere Institutionen. Sie werden dazu eingeladen, sich hier zu beteiligen und gemeinsam die Zukunft Europas und der Europäischen Union damit darzulegen. Ich habe eben schon gesagt, wie viele daran teilnehmen und insofern, wie viele unterschiedliche Teilnehmer dabei sind. Und insofern sieht man schon, dass die Resonanz insgesamt eine gute ist. Die Europawoche ist in diesem Sinne, auch was die europäischen Themen angeht, eine der besten des Jahres, da sie die Möglichkeit auch gibt, dass sich Menschen miteinander austauschen, die sich in diesen Bereichen engagieren.
Europäische Themen stehen in dieser Zeit im Mittelpunkt bei speziellen Veranstaltungen, zum Beispiel bei Workshops, Seminaren, Tagungen, Konferenzen, Lesungen, Gesprächsrunden und vielen anderen Veranstaltungen. Die Zielgruppen dieser Veranstaltungen sind dabei weit gefächert, damit eine Erreichbarkeit für sämtliche Altersgruppen gewährleistet ist. Wenn ich eben die Europawoche reflektiere, dann natürlich die Europawoche 2019 im Zeichen der Europawahl, die ja noch nicht allzu lange her ist. Während der Europawoche stand in diesem Jahr, 2019, stand die Wahl des Europäischen Parlaments deshalb auch in einem besonderen Fokus. Die Hessische Staatskanzlei hat daher ihr Serviceangebot deutlich erweitert. Wie in den Vorjahren wurde ein Informationsportal nebst Online-Kalender zur Bewerbung von Veranstaltungen angeboten. Speziell in diesem Jahr bestand auch die Möglichkeit, dort auch Termine rund um die Europawahl einzutragen. Von unterschiedlichsten Veranstaltungen wie Vereinen oder Veranstaltern wie Vereinen, Kommunen, Kammern, Verbänden, Schulen, Hochschulen und anderen Institutionen wurden über 150 Aktivitäten in rund 50 Orten zum Online-Kalender gemeldet. Das ist mehr als in den vergangenen Jahren. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Europawoche 2019 im Zusammenhang mit der Europawahl wurden auch die finanziellen Fördermöglichkeiten fast verdoppelt. Es war dadurch möglich, so viele Veranstaltungen zu fördern, wie das noch nie vorher der Fall gewesen ist. Und auch die Möglichkeit zur Bewerbung der Europawoche, konnte man kostenfreie Plakate anfordern. Auch da wurde rege Gebrauch gemacht. Ich freue mich also, dass unsere Partner mit diesen Angeboten, dass wir die Partner bei der Durchführung von Veranstaltungen hier entsprechend unterstützen konnten. Die Europawoche wurde auch besonders eröffnet, wird jedes Jahr besonders eröffnet. Dieses Jahr hat das in Wiesbaden stattgefunden, am 2. Mai 2019. Hier haben wir eine große Veranstaltung durchgeführt, die wir gemeinsam mit dem Landtagspräsidenten Boris Rhein, dem Europastaatssekretär Marc Weinmeister und ich, wir haben sie vor dem Hessischen Landtag eröffnet. Das war ein buntes Programm, das auch in der Kooperation stattgefunden hat mit einem sogenannten Foodtruck, so gemeinsam mit der MGH, Gutes aus Hessen, gemeinsam mit dem Freundeskreis Hof Bieber, das ist ein Partnerschaftsverein, und auch gemeinsam mit der Big Band der Leibniz-Schule aus Wiesbaden. Das heißt, eine bunte Mischung von vielen Beteiligten. Und ich habe mich insbesondere gefreut, dass auch einige Abgeordnete teilgenommen haben. In Zukunft dürften ruhig noch ein paar mehr dazukommen. Dann darf ich noch darauf hinweisen, dass bei der Europawahl, oder besser gesagt im Fokus der Europawahl, sagte ich eben, im Fokus der Europawoche war die Europawahl, wie ich es eben gerade angesprochen hatte. Deshalb waren auch viele Kabinettskolleginnen und Kollegen in Hessen unterwegs, um auf die Bedeutung Europas für uns hinzuweisen und auch dadurch proeuropäisch zu werben und auch für eine gute Beteiligung an der Europawahl zu werben. Wir hatten einen Aktionsplan der Hessischen Landesregierung, der auch entsprechend vorgestellt wurde, und insofern alles unter dem Motto Lebe dein Europa auf eine gute Resonanz gestoßen ist. Und wenn man sich das dann anschaut, wie das Ergebnis war, war ja nun auch die Erhöhung der Wahlbeteiligung eine, die durchaus auch mit diesen Aktivitäten im Zusammenhang gestanden haben kann. Insofern kann ich unterm Strich sagen, dass wir eine erfolgreiche Europawoche hatten, an der sich viele beteiligt hatten, und wir diese Aktivitäten auch in dieser Form engagiert weiter fortsetzen. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin Puttrich. Es war übrigens eine in der Tat tolle Big Band, die dort aufgespielt hat. Gibt es denn weitere Fragen? Herr Kollege Bellino hat eine Zusatzfrage. Nein, keine Zusatzfrage. Dann gibt es keine weiteren Fragen. Und wir kommen zur Frage 118. Fragesteller ist der Kollege Thorsten Warnecke. Ist das? Haben wir erst noch 117? Ach, das hätte ich jetzt fast zusammengefasst, um Gottes Willen. Das wäre ja. Herr Utter hat noch eine Frage. 117, bitteschön. Ja, in Europa passiert ja sehr viel, deshalb habe ich noch eine Frage. Wie hat sich das Europanetzwerk entwickelt, beziehungsweise wie bewerten Sie diese Entwicklung? Frau Staatsministerin. Sehr geehrter Abgeordneter Utter, ich darf erstmal schon vorwegnehmen, die Entwicklung ist eine ausgesprochen gute und eine erfreuliche, wobei ich kurz auf die Entwicklung des Netzwerkes für Europa eingehen möchte. Wir haben das Netzwerk im Jahr 2014 ins Leben gerufen, um die Akteure, die in Hessen diesbezüglich unterwegs sind, zusammen zu vernetzen, alle, die im europäischen Geist aktiv sind. Es ist unser zentrales Anliegen, die zahlreichen Aktivitäten entsprechend zu bündeln
und das Engagement durch diese Bündelung noch zu stärken und auch entsprechend zu unterstützen. All jenen, die sich für Europa stark machen, für Europa interessieren oder in der Europaarbeit tätig sind, soll die Möglichkeit des Austauschs und der besseren Sichtbarkeit eröffnet werden. Auf der Internetplattform europanetzwerkhessen.de sind Akteure aus dem Bereich Europa in Hessen interessante Termine, Veranstaltungen, Ansprechpartner und weitere Informationen zu finden. Hier können die Partner und externe Interessierte eigene Veranstaltungen eintragen lassen, hatte ich vorhin bei der letzten Frage schon mal gesagt, und Kooperationspartner suchen und sich über EU-Fördermöglichkeiten informieren und vieles mehr. Zudem hat jeglicher Partner die Möglichkeit, sich an die Geschäftsstelle des Netzwerks für Europa zu wenden und sich unter anderem zu Möglichkeiten der besseren Öffentlichkeitsarbeit beraten zu lassen. Regelmäßig finden Workshops, Netzwerk statt, heißen die sinnvollerweise, zu für die Partner relevanten Themen, zum Beispiel Europäische Datenschutzgrundverordnung, statt. Die Partner werden zu Europa-Veranstaltungen der Landesregierung eingeladen. Europastaatssekretär Marc Weinmeister und ich besuchen regelmäßig ausgewählte Netzwerkpartner und bieten in der Regel zweimal jährlich gemeinsam mit einem Partnernetzwerk Wanderungen an. Auch bei unserem Aktionsprogramm im Vorfeld der Europawahl, Lebe dein Europa, war nun ja der Titel, waren die Akteure im Europanetzwerk für uns wichtige Ansprechpartner. Viele konnten auch beim Multiplikatorentreffen am 1.4. dieses Jahres in der Staatskanzlei dabei sein und ihre Aktivitäten entsprechend vorstellen. Auf dem Hessentag werden Netzwerkpartner aus der jeweiligen Region begrüßt und haben die Gelegenheit, sich auf der Landesbühne dem Publikum vorzustellen. Und nun zu den Zahlen. Mit Stand vom 21.08.2019 haben sich 508 Partner dem Europanetzwerk angeschlossen. Und das möchte ich nochmal in Gruppen aufteilen. Daran sieht man, wie vielfältig das ist und wie gut die Beteiligung auch ist. Bei diesem Netzwerk sind dabei 301 Städtepartnerschaften, 15 EU-Einrichtungen, 30 öffentliche Einrichtungen, 76 Bildungseinrichtungen, 18 politische Organisationen, 20 Kultureinrichtungen und 48 Interessenverbände. Das ist für uns also eine erfreuliche Entwicklung und zeigt die Zahl derer, die sich engagieren, aber auch deren Interesse haben, sich entsprechend zu beteiligen. Wir fühlen uns also durch den Zuwachs der Partner des nunmehr seit fast 5 Jahren bestehenden Netzwerkes, das begann am 13.12.2014 mit dem entsprechenden Internetauftritt, bestärkt. Insofern sagte ich gerade, es ist eine positive Rückmeldung, aber das sieht man auch wieder mal, gemeinsam ist man stärker und die europäisch engagiert sind, vernetzen sich auch gerne. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin Puttrich. Das passt auch ganz besonders. Auf der Besuchertribüne darf ich insoweit nämlich eine begeisterte Europäerin begrüßen, unsere ehemalige Kollegin Dorothea Hensler. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie wieder einmal bei uns sind. Gibt es Zusatzfragen zur Frage 117? Das ist offensichtlich nicht der Fall, lieber Warnecke. Dann sind Sie jetzt mit der Frage 118 dran. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Herr Minister, ich darf Sie fragen, sind bei Hessenmobil alle Ingenieurstellen oder auch Ingenieurinnenstellen in den Bereichen Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Landespflege, Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung, Geografie, Vermessungswesen, Geoinformatik sowie Wirtschaftsingenieurwesen außerhalb der Dienstorte Frankfurt und Wiesbaden besetzt? Ja, Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, die Antwort lautet leider nein. Außerhalb der Dienstorte Frankfurt und Wiesbaden sind aktuell insgesamt 5 Stellen in den Bereichen Elektrotechnik, Landespflege sowie Vermessungswesen unbesetzt. Zu allen 5 Stellen laufen derzeit die Stellenbesetzungs- bzw. Ausschreibungsverfahren. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Herr Warnecke hat eine Zusatzfrage. Bitte schön. Lieber Herr Staatsminister Al-Wazir, deshalb meine Nachfrage. Warum werben Sie in hessenweit erscheinenden Publikationen, wie beispielsweise einer bekannten größeren Frankfurter Zeitung, damit, dass Sie die entsprechenden Stellen an den Dienstorten Frankfurt und Wiesbaden besetzen wollen und nicht hessenweit? Das ist doch für die Bewerberinnen und Bewerber sozusagen auch wichtig zu wissen, dass in Hessen insgesamt Stellen nachgefragt werden und nicht nur in Wiesbaden und in Frankfurt. Herr Staatsminister Al-Wazir. Also Herr Abgeordneter Warnecke, wenn Stellenbesetzungsverfahren laufen, dann heißt es ja, dass es Bewerberinnen und Bewerber gab. Also haben die das offensichtlich mitbekommen. Ich darf an dieser Stelle noch mal ausdrücklich sagen, dass wir ständig
solche Anzeigen schalten, wirklich ständig, weil wir auf der Suche sind nach qualifiziertem Personal. Und früher gab es das Problem, dass man viele Bewerber hatte, aber keine Stellen. Okay, alles gut. Ist irgendwas kaputt gegangen, oder? Okay, gut. Dass es zwar Bewerberinnen und Bewerber gab, aber keine Stellen. Inzwischen ist es so, dass der Markt für Fachkräfte, insbesondere in diesen Bereichen mit einer technischen Ausbildung oder auch in solchen Bereichen, sehr eng ist. Und deswegen investiert Hessen Mobil viele, viele Mittel, um sozusagen Personal zu gewinnen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es in diesen Bereichen auch für andere Standorte Anzeigen gibt. Ich persönlich sehe ständig welche. Und da steht sicherlich nicht nur Frankfurt und Wiesbaden dabei. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Herr Kollege Meinig hat keine weitere Nachfrage. Gibt es sonst Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Getränkeflaschen im Plenarsaal können nur dann akzeptiert werden, wenn sie untereinander geteilt werden. Das vielleicht nur aus aktuellem Anlass. Nächste Frage ist die Frage 119, und sie wird gestellt vom Kollegen Janky Pürsün. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, warum werden Gesetzentwürfe der Landesregierung nicht auch in barrierefreier Form erstellt? Herr Staatsminister Wintermeyer. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Nach den landesweiten Vorgaben gelten Dokumente als barrierefrei, wenn sie in der barrierefreien Schrift Areal Schriftgröße 12 mit einem empfohlenen Zeilenabstand von 1,5 Punkten formatiert sind. Derart barrierefreie Word-Dokumente werden der Landtagskanzlei als Grundlage für die Herstellung der Landtagsdrucksachen auch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Die barrierefreie Gestaltung der Landtagsdrucksachen, also auch der Gesetzentwürfe, die Ihnen vorgelegt werden, liegt in der Verantwortung der Landtagsverwaltung. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 120. Fragesteller ist der Kollege Degen. Bitte schön, Herr Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, ist denn seit der Beantwortung der Kleinen Anfrage 19.6475 sichergestellt, dass Schulen mit mehreren Standorten einen Zuschlag zum Schulleiterdeputat auch dann erhalten, wenn am zweiten Standort nicht zwingend ein vollständiges paralleles Angebot vorgehalten wird? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, die Antwort auf die Kleine Frage 6475 aus 19 hat weiterhin Gültigkeit. Es wird weiterhin ein vollständig paralleles Angebot an den Außenstellen als einheitliches Kriterium für die Gewährung des Zuschlages angewandt. Ich darf allerdings hinzufügen, Sie haben ja auch nur nach dem Schulleiterdeputat gefragt. Zusätzlich zum Schulleiterdeputat erhalten alle Schulen nach der Pflichtstundenverordnung auch noch Schulleitungsdeputatstunden und Schuldeputatstunden. Und diese Stunden basieren rein auf den Schülerzahlen der letzten Herbststatistik und beziehen damit alle Schülerinnen und Schüler auch des Nebenstandortes unabhängig vom Ausbauzustand des Standortes mit ein. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Eine Zusatzfrage von Kollegen Degen. Bitte kurzer Druck auf das Knöpfchen. Bitte schön. Herr Kultusminister, vor dem Hintergrund Ihrer doch vielfältigen Erfahrungen, was denken Sie, an welcher Schule fällt mehr zusätzlicher Koordinations- und Verwaltungsaufwand an? An einer Grundschule, die einen zweiten Standort hat, an dem eine einzige Klasse von Jahrgang 1 bis 4 ist? Oder an einer Grundschule, die einen zweiten Standort hat mit, ich sag mal, 6 Klassen, die alle in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 sind? Also wo, meinen Sie, fällt mehr Verwaltungs- und Koordinationsaufwand an? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, wie in der Antwort auf die von Ihnen zitierte Drucksache bereits ausgeführt wurde, findet sich an den Schulen eine breite Vielfalt unterschiedlicher Konstellationen. Wir haben Schulverbünde mit 5 Außenstellen, wir haben Schulen mit einer Außenstelle, bei denen Jahrgangsstufen 1 und 2 am Hauptstandort, die Stufen 3 und 4 am Nebenstandort unterrichtet werden. Sie haben jetzt 2 weitere Konstellationen ins Spiel gebracht, von denen ich aus der Hand gar nicht sagen kann, ob die draußen realiter so existieren oder nicht. Das Problem ist immer, Sie müssen ein
irgendeine Form von einheitlichem Kriterium anwenden, um einen solchen Zuschlag zu gewähren. Und um genau solche Abwägungsprozesse zu vermeiden, nach dem Motto, wie viele Klassen und in welchem Jahrgang und wie müssen die auf die Standorte verteilt sein, deswegen haben wir uns für die klare, vielleicht nicht immer in jedem Einzelfall perfekt gerechte Lösung entschieden, aber für die klare Lösung entschieden, dass wir sagen, es muss ein vollständig paralleles Angebot da sein, dann gibt es auch den entsprechenden Zuschlag. Herr Staatsminister Lorz, herzlichen Dank. Jetzt hat noch eine weitere Zusatzfrage der Kollege Degen. Bitte schön. Zunächst, genau diese Beispiele, die ich nannte, gibt es so. Aber, Herr Kultusminister, ist es nicht vorstellbar, dass man einfach auf die Notwendigkeit eines parallelen Angebots verzichtet, damit einfach wirklich Gerechtigkeit da ist, damit eben Schulen, die einfach einen zweiten Standort haben, immer eine zusätzliche Entlastung erhalten? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, um in Ihrem eigenen Beispiel zu bleiben, das würde dann bedeuten, dass diejenigen, die nur irgendwo eine Außenklasse unterhalten, dann genauso einen Zuschlag bekämen wie diejenigen, die ein vollständig paralleles Angebot mit erheblich höherem Koordinationsaufwand vorhalten. Also Sie halten sich die im Prinzip dann die gleiche Ungerechtigkeit, die Sie beklagen, nur auf einem höheren Niveau. Gibt es weitere Fragen an den Kultusminister? Unter der Frage 120. Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 121. Fragesteller ist ebenfalls Kollege Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, in welchem Umfang wurde inzwischen mit den geschaffenen zusätzlichen Konrektorenstellen für Grundschulen auch das Schulleitungsdeputat für betroffene Grundschulen erhöht? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, die Schaffung dieser neuen Konrektorenstellen bietet zunächst einmal eine hervorragende Möglichkeit der Personalentwicklung. Nach der Verordnung über die Pflichtstunden für Lehrkräfte vom 19. Mai 2017 ist das Deputat für weitere Schulleitungsaufgaben, also das von Ihnen angesprochene sogenannte Leitungsdeputat, hierbei unter anderem abhängig vom Schultyp und von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt der Herbststatistik und nicht von der Besetzung einer Konrektorenstelle. Allerdings wird in § 5 Absatz 3 der Verordnung auch die Übertragbarkeit der Anrechnung für den Fall der Nichtbesetzung einer Konrektorenstelle geregelt. Dort heißt es, bei Erkrankung, Beurlaubung der Funktionsstelleninhaber oder bei vorübergehender Nichtbesetzung einer Funktionsstelle über einen Zeitraum von mehr als 4 Wochen geht die Anrechnung auf die Lehrkraft über, die vertretungsweise mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte beauftragt ist. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es eine Zusatzfrage? Das ist jetzt, glaube ich, die letzte mögliche, Herr Degen. Jawohl. Bitte drücken Sie und dann wunderbar. Sie haben das Wort. Herr Präsident, ich glaube, in diesem Fragenkomplex habe ich danach noch eine, aber ich habe es im Augenblick nicht vor, noch eine weitere danach zu stellen. Herr Kultusminister, habe ich Sie richtig verstanden, dass durch die neu geschaffenen, viel gelobten Konrektorenstellen, die geschaffen wurden, eine Grundschule zwar eine Person an der Schule etwas besser bezahlt, aber keine einzige Stunde mehr da ist zur Verwaltung der Schule. Bitte schön, Herr Staatsminister Lorz. Herr Abgeordneter, die Aufgaben, die an der Schule zu erfüllen sind, also eben auch gerade die Verwaltungsaufgaben der Grundschule, erhöhen sich ja nicht dadurch, dass man eine weitere Konrektorenstelle schafft und die entsprechende Person besser bezahlt. Also die Aufgaben sind vorher und nachher die gleichen, aber ja, man hat die Möglichkeit, sie auf mehr Schultern zu verteilen und die Schultern, die dann etwas tragen, auch entsprechend zu vergüten. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Keine weiteren Fragen. Dann kommen wir zu Frage 122. Fragesteller ist der Kollege Pürsün. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, welche Gründe sieht sie für die anhaltenden Schließungen geburtshilflicher Stationen in Hessen? Herr Staatsminister Klose. Herr Abgeordneter Pürsün, die Ursachen für die Schließung geburtshilflicher Stationen sind vielfältig. Zum Teil erfolgen sie aus wirtschaftlichen Gründen. Hier sind insbesondere die immens gestiegenen Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherungen für Beleghebammen, Belegärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser zu nennen, auf die weder die Bundesländer noch der Bund Einfluss haben. Die Anzahl der dort jeweils stattfindenden Geburten reicht dann nicht mehr für einen kostendeckenden Betrieb der geburtshilflichen Stationen aus. In den vergangenen Jahren ist außerdem zu beobachten, dass werdende Mütter häufig Geburtskliniken mit einer höheren Versorgungsstufe, zum Beispiel mit angebundener Kinderklinik, bevorzugen, um die größtmögliche Versorgungssicherheit für sich und ihr Kind in Anspruch nehmen zu können.
Ein Teil der Schließung ist auch darauf zurückzuführen, dass die Belegärztinnen und Ärzte ihre geburtshilfliche Tätigkeit aufgeben wollen und sich keine Nachfolgerin oder Nachfolger finden lässt oder in den Kreissälen die Zahl der Hebammen nicht ausreicht, um eine dauerhafte Geburtsbetreuung anbieten zu können. Die unterschiedlichen Ursachen für die Schließung geburtshilflicher Stationen verdeutlichen die Komplexität der Probleme und Herausforderungen im Bereich der geburtshilflichen Versorgung. Im Rahmen des Runden Tischs Zukunftsprogramm Geburts- und Hebammenhilfe, der am 14. Mai diesen Jahres konstituiert wurde, sprechen wir auch intensiv über diese Thematik. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Klose. Herr Pürsün hat eine Zusatzfrage. Herr Staatsminister, Sie haben ja einige Gründe genannt. Was haben wir da von Ihnen zu erwarten? Werden Sie das so einfach zur Kenntnis nehmen, wie sich es im Land entwickelt, oder werden Sie auch proaktiv sich dafür einsetzen, dass keine weiteren schließen oder vielleicht auch an Standorten, wo welche geschlossen wurden, wieder neu eröffnet werden? Herr Staatsminister Klose. Sie sehen ja daran, dass wir den runden Tisch Hebammenversorgung unmittelbar zu Beginn der Legislaturperiode einberufen haben, dass wir intensiv daran arbeiten, die Versorgung weiterhin sicherzustellen. Im Rahmen der ersten Sitzung des runden Tisches haben wir bereits mit allen Akteurinnen und Akteuren besprochen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die vorhandenen Strukturen der geburtshilflichen Versorgung zu erhalten und zu stärken. Eine wesentliche Grundlage wird das in diesem Herbst vorzulegende und im vergangenen Jahr in Auftrag gegebene Gutachten zur Versorgungssituation von Hebammen in Hessen sein. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Klose. Eine Zusatzfrage hat die Kollegin Böhm und danach die Kollegin Dr. Sommer. Ja, danke schön. Sie haben gesagt, es gibt ein Gutachten zu den Hebammenversorgung, aber wie sieht es aus mit der Planung der Geburtshilfe in Hessen? Gibt es Planungen von Seiten der Landesregierung? Schließlich haben wir in einigen Regionen Hessens ja auch zunehmende Geburtenzahlen. Und die Frage ist, ob wir nicht auf einen Mangel an Geburtshilfeeinrichtungen zu steuern. Staatsminister Klose. Auch das ist Gegenstand des Gutachtens. Auch diese Fragen werden wir im Rahmen des runden Tisches und gegebenenfalls dann auch im Zusammenhang mit der Krankenhausplanung zu beraten haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister Klose. Nächste Zusatzfrage hat die Kollegin Dr. Sommer. Bitte schön. Ja, Herr Minister, wir haben ja schon eine, Frau Böhm hat schon gesagt, eine fortschreitende Unterversorgung der geburtshilflichen Versorgung. In der Drucksache 594 aus 20 beschreiben Sie, dass wir ein Betroffenheitsmaß der PKW-Zeiten bei neuen Ortsteilen nicht mehr einhalten können. Deswegen ist meine Frage, welche Planung gibt es hier, um die Unterversorgung der geburtshilflichen Versorgung zu beseitigen? Herr Staatsminister Klose. Auch diese Frage ist Gegenstand der Empfehlungen, die in dem Gutachten uns vorgelegt werden und wird dann diskutiert werden, sobald das Gutachten vorliegt. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich sehe keine weiteren. Ja, eine Frage hat der Fragesteller noch. Bitte schön, Kollege Pürsün. Und dann sind wir auch eigentlich am Ende der Fragestunde angelangt. Herr Kollege Pürsün, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, die Fahrzeit ist ja gerade eben angesprochen worden. Sie haben jüngst berichtet, dass Sie das Angebot als sichergestellt ansehen. Aber in diesem Jahr gab es schon zwei Schließungen. Weitere haben sich angekündigt. Halten Sie es dann auch nach diesen Schließungen für sichergestellt? Herr Staatsminister. Ich meine mich daran zu erinnern zu können, dass wir auch auf diese Frage bereits geantwortet haben, dass dort, wo jetzt bedauerlicherweise die Schließungen stattgefunden haben, die geburtshilfliche Versorgung trotzdem gewährleistet ist. Insofern kann ich die Frage nur mit Ja beantworten, Herr Pürsün. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Klose. Damit sind wir am Ende der Fragestunde angekommen. Herzlichen Dank dafür.